Grüezi aus der Schweiz. Ich bin immer noch hier, bin immer noch unterwegs. Aber heute nicht so doll, habe ich mir heute mal vorgenommen. Ja, ich stehe hier schon über den mondänen Gstaad. Mache heute eine ruhige Runde, nicht viele Höhenmeter. Ich habe mir was Schönes ausgesucht, hoffe ich. Ich bin nämlich schon jetzt hier in Gstaad. Ich bin hier nicht hergeradelt, ich bin hierher gefahren mit dem Auto. Und jetzt fahre ich ein Stück noch weiter, nicht weit, nämlich etwas oberhalb von Gstaad in einem Nebental. Liegt ein schöner See, der Lauenensee. Nicht besonders hoch, nur 10 Kilometer rein. Ich hoffe auf nicht zu große Steigungen. Leider waren hier gerade ohne Prozente, aber da bin ich ganz ruhig hoch, trotzdem ins Schwitzen gekommen. Das will ich heute ein bisschen vermeiden, nur ganz locker zu fahren. Ein bisschen oben die Zeit verbringen und dann wieder runterfahren. Denn die letzten beiden Tage haben wir ganz schön reingehauen. Muss ich auch sagen, zwar kein Muskelkater, aber allgemein braucht der Körper mal so ein bisschen, ja, bisschen Ruhe. Was heißt Ruhe? Oh, ich bin ja schon wieder unterwegs, aber ein bisschen locker fahren heute. Ja, dann mache ich heute mal ein Genussradeln zum Lauenensee. Ich hoffe, es wird schöne Bilder geben, also ja, wünsche ich viel Spaß dabei. Das ist wirklich jetzt Genussradeln. Oh, wow. Jetzt hat sich das Tal in diese Richtung geöffnet. Wahnsinn, kann man da wieder nur sagen. Man sieht schon wieder in der Ferne Wasserfälle, einen Gletscher da oben. Da müssten auch wieder über 3000 Meter hohe Berge sein. Wow, ja, jetzt kommt gleich der Ort Lauenen. Oder eigentlich gehören alle Häuser hier zu Lauenen. Da sind noch ein paar Vororte und sowas. Ja, und dann geht es ein kleines Stück bergauf. Sind eigentlich nur 200 Höhenmeter, ist ja gar nicht viel insgesamt. Also richtig toll. Ja, das kann man genießen heute. Eine nicht so anstrengende Tour ist heute auch mal wichtig, aber trotzdem hat man sowas hier. Es ist unglaublich. Hier hinter der Ortschaft, jetzt türmen sich die Berge doch etwas höher auf. Sie kommen immer näher, immer gewaltiger. 3 Kilometer noch, 120 Höhenmeter, das soll wohl zu machen sein. Ganz ruhig und sinnig fahre ich da jetzt mal hoch. Das ist einfach unglaublich. Das ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Hier bin ich nun am Lauenensee, aber muss sagen, seit der letzten Ansage ist ein bisschen Zeit vergangen. Einiges passiert. Jo, ich bin heute einmal, da um die Ecke sind ja die großen Wasserfälle, da einmal hin, ein bisschen näher ran, bin ein Stück hochgegangen, aber habe gemerkt, das ist nicht der richtige Weg. Dafür gab es einen schönen Blick auf diese Seen. Und dann wollte ich eigentlich hier ein bisschen was snacken, aber da war ja das Restaurant. Da konnte ich nicht widerstehen, das roch so gut. Da habe ich ja doch zugeschlagen. Ja, wie gesagt, ein Genuss-Radeltag heute. Und diese Landschaft, die muss man einfach genießen. Unglaublich, ja. Die Schweiz, die haut immer noch eine Schippe oben drauf. Es ist überall ja schön in den Alpen, aber in der Schweiz, da um die Ecke, da hat man auch noch mal bei der Hochfahrt ein bisschen gesehen. Nochmal so ein Wasserfall ganz hinten im Talende. Unglaublich. Ja, das ist halt was ganz Besonderes hier. Es ist auch recht warm geworden, aber ich habe da jetzt eine schöne lange Pause schon mal gehabt. Ja, ich werde jetzt mal so gemütlich jetzt wieder ein bisschen hier am Lauensee ein bisschen rumfahren und dann geht es nochmal wieder zurück nach Gstaad, aber ein bisschen Zeit lasse ich mir noch. Ich habe ja den ganzen Tag Zeit. Und hier nochmal auch mal ein paar schöne Bilder noch mal einzufangen. Das ist einfach so schön hier. Ach Leute, ich sitze hier schon fast eine Dreiviertelstunde und schaue mir das hier an. So unglaublich schön, ja, die Schweiz, die legt immer noch eine Schippe drauf in Sachen Schönheit. Schon so viel gesehen in den Alpen, aber es gibt immer wieder noch schönere Dinge, die man eigentlich gar nicht fassen kann. Und somit werde ich jetzt hier auch das Video beenden, denn ich werde jetzt noch zurückfahren. Also besseres, schöneres kann ich nicht mehr zeigen. Ja, also dann hoffe ich, es hat gefallen. Es waren echt tolle Bilder, tolle Eindrücke. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin ja nicht. Servus, salü, arrivederci, au revoir. Bis zum nächsten Mal. Ich habe hier auch noch mehr vor. Also, dann bis dann. Tschüss.